Jawohl, brennt. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück hier am Kartentisch, meine Herren, hier bei der Lagebesprechung am 25. Dezember 1944, genau vor 75 Jahren, spielten sich diese Ereignisse an der Westfront im Zuge der Ardennenoffensive ab. Die Alliierten gehen nun über zu einer Gegenoffensive. Wir haben den Auftrag, hier im Raum Maastricht, Herlen, Geleen den Luftraum für unsere eigenen Truppen hier zu sichern. Und wir sehen hier auch, wir sind hier sehr nah an der Hauptkampflinie dran. Ja, und sehen hier den Vorstoß durch das Gebiet der Ardennen. Hier oben eigentlich noch alles. Den Haag, 25. Armee, Heeresgruppe H. Ein bisschen mehr Informationen hätte ich ganz gut gefunden, aber mein Gott. Da unten sitzen die Engländer. Hier ist die 9. US-Armee. Ich glaube, oben sind die Kanadier, ne? Genau. Okay, ich habe die Konfiguration ein bisschen abgeändert. Ich habe 2 MGs ausgebaut. Also wir haben jetzt nur noch 4 MGs dabei. Dafür haben wir ein bisschen mehr Munition, 500 Schuss mehr, und wir haben trotzdem ein bisschen Gewicht gespart, dass wir diesmal ein bisschen besser kurven können. So, ich drücke mal auf Start, du drückst mal auf den Like-Button. Ja, es ist der 25. Dezember, ich hoffe, du hattest eine schöne Weihnacht bis jetzt und kannst jetzt hier die Feiertage nutzen, um ein bisschen abzuschalten vom Alltag. Ich hoffe mal auch, dass du vielleicht zwischen den Jahren nicht arbeiten musst und ja, dann auch gut reinrutscht ins neue Jahrzehnt. Ja, wir haben schon wieder ein neues Jahrzehnt. Ist es nicht verrückt? Ist irgendwie krass. Ging so schnell rum jetzt, das letzte Jahrzehnt. Jetzt habe ich den Spiegel da oben. Okay. Brauche ich den? Ja, es war krass jetzt in der letzten Folge, wie eingeschränkt dann das Flugzeug nur noch zu lenken war. Ja. Naja, wieder auf 200 Yards. So, freie Jagd. Die brechen nach rechts weg, unsere Jungs hier. Da hinkt ein bisschen hinterher. Aber wir kommen da schon wieder ran. Hallo? Marigold ist, glaube ich, unser Leader. Krass, wie mich die Sonne hier gerade blendet. Ich kneife hier richtig die Augen zusammen. Guter Effekt. Ist gut gemacht. Oh, mal ein bisschen Schub wegnehmen. Okay. Aber da sind doch nicht wir gemeint. Sind wir nicht Marigold? Ich hätte mir mal die Call Signs ordentlich angucken sollen. Schlampig gearbeitet. Ja, irgendwo ist hier Luftkampf, Leute. Ich hoffe mal, wir fliegen da auch gerade hin.
Sieht so aus, ja. Boah, die sind aber hoch. Das ist eine 109, ja? Nicht? Nee. Da. Was sind hier hoch? Das ist eine 109. Jo. Nicht gut. Da wollte er zu viel. Da ist eine Mustang. Verdammt. Das aber nicht. Doch auch. Was bist du? Nee, das ist eine Mustang. Aber worauf schießt der? Hier. Geht die runter? Sieht so aus. Bam, abgestürzt. Das ist, glaube ich, auch eine Mustang. Ja, ist eine Mustang. Worauf schießt er? Gesehen? Hier. Hier, nee. Da ist er. Das ist der Deutsche, der Vorderste. Ah, der ist, glaube ich, Geschichte.
Gucken wir mal den Spiegel mal nutzen, ne? Plugfeuer. Die eigenen Leute verloren, da ist was, da ist Flakfeuer. Dann muss da auch irgendwo eine Feindmaschine sein, da drehen wir mal hin. Da war doch schon wieder so eine Flakwolke, oder nicht? Ah ja. Na, wo seid ihr? Plugfeuer. Da. Na, triffst du nicht? Na, ja, der hat einen Blackout gehabt, ne? Dann gucken wir mal, was das Visier kann. Habe ich aufs Visier geguckt? Low. Range about 1 mile. Rockman. Fighter. Spotted. 1 o'clock. Low. Range about 1 mile. Engage. Out. Mayflower. This is Rockman 5. Proceeding to base. Oh. Gestalt. So, auf ein neues, kurz die 6 checken. Jawohl, brennt.
Kein Fallschirm. Explodiert in der Luft. Krass. Ja, das kann EL2 wie kein anderes Spiel, ne? Die Inszenierung von den Abstürzen. Ja. Oh, wir sind über Feindgebiet. Gut zu wissen. Sechs checken. Und dann fliegen wir Kurs Süd. Flakfeuer. Das ist hier die Hauptkampflinie wahrscheinlich da unten, was wir da sehen. Sechs checken. Den Kill wollen wir jetzt natürlich auch nach Hause bringen, ne? Keine Sicht. Da unten ist er. Flakfeuer. Killt uns. Ja. Na, wo seid ihr? Jetzt rechts von uns sein. Da, oder? Nee. Vermute doch mal, dass die relativ tief fliegen. Weil man beim Luftkampf immer recht viel Höhe verliert. Nee, doch nicht, da oben. Rote Tracer sind übrigens Alliierte. Das könnte 109 sein. Ja, schwer zu sagen. Könnte auch eine Mustang sein. Das ist eine Mustang. Die hat breitere Flügel. Was ist damit? Das ist eine 109. Ich mach mal beide Visiere. Na, da war doch was, M. Da ist eine 109. Da gehen wir drauf. Na komm. Mal getroffen. Verloren. Scheiße.
bist du? Ich sehe nur Flakwolken, ich sehe aber kein Luftziel. Dammit, ey. Haben wir einen Killer aus der Hand gegeben. Okay, einmal Mission erfüllt, ne? Ah, schau mal. Da ist noch Action. Fliegen wir doch da mal hin. Da unten. Da ist ja wieder ein Hornissennest. Frage ist, das sieht mir ein bisschen nach einer Mustang aus. Das glaube ich auch. Das ist eine 109. Die nehmen wir auch. Oh, oh, oh. Vorsicht, Vorsicht. Oh, shit. Da hat er mir den Arsch gerettet eben. Das ist eine Mustang. Was ist das? Mustang. Dann ist das eine 109. Yep. Na komm. Abschuss. Sieht so aus. Ja, Abschuss. Confirmed kill. Nice. Guck mal, auf Vorsicht. Bin ich über Feindgebiet unnötig hier. Guter Schuss war das eben. Jo, Leute. Da ist immer noch Luftkampf. Braucht da jemand Hilfe?
Wo sind die? Hinter uns sind auch noch zwei deutsche Maschinen. Da. Zumindest war da die Flak. Müssen wir ein bisschen höher machen. Den Spiegel mal checken. Aber ich sehe hier nichts. Das Flakfeuer ist halt ganz schön nah, ne? Da ist er. Southeast. Range half mile out.